Am Mittwochnachmittag ereigneten sich auf der B93 nahe Mosel kurz hintereinander gleich zwei Verkehrsunfälle. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Gegen 14 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Renault Clio die B93 von Mosel in Richtung Zwickau. Circa 500 Meter nach dem Parkplatz Grossen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinauf und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde ins Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau eingeliefert. Aufgrund dieses Unfalls lagen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Der 26-jährige Fahrer eines VW Passat erkannte die Situation und bremste ab. Der nachfolgende 32-jährige Fahrer eines zweiten VW Passat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den ersten auf. Dabei wurde der 26-jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von über 25.000 Euro. Die B93 in Richtung Zwickau war bis 16 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.